Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream, ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt diese Runde anfange. Ich hätte gedacht, dass ich sie sozusagen am Ende aufrolle, weil ich glaube, die Position, die ich vertrete, wird nicht von vielen vertreten. Wir haben im politischen Raum, in vielen unseren Mündern, in vielen unserer Reden, sagen wir, wir wollen die Stadt der kurzen Wege. Ja, wir wollen eine kompakte Stadt, wir wollen die Wege kurz haben und wir wollen nicht riesengroße Einkaufszentren haben. Was machen wir hier? Wir bauen ein großes Einkaufszentrum. Wir sprechen oft, wir schreiben davon, wir haben es in unserem Parteiprogramm, Innenentwicklung vor Außenentwicklung. So, das ist jetzt, wenn wir jetzt einen Kaufpark an die Peripherie der Stadt setzen, genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erklären zu tun oder was wir in unserem Programm haben. Wir haben sehr viele, wahrscheinlich alle Parteien in diesem Stadtrat, haben irgendwas in ihrem Wahlprogramm von Innenstadt stärken. Die Kaufkraft in die Innenstadt ziehen, das Leben in der Innenstadt stärken, dort die jetzt leeren Ladenflächen wieder mit Leben füllen. Das ist genau das Gegenteil, was wir machen, wenn wir jetzt einen Kaufpark an die Peripherie setzen. Und letztendlich, manche zumindest reden davon, ich rede sehr laut davon, Verkehrswende. Wir wollen mehr Menschen in Bus und Bahn bringen, wir wollen mehr Menschen aufs Rad bringen, wir wollen mehr Menschen zu Fuß gehen lassen. Das klappt vielleicht am Elbepark noch einigermaßen gut, wo ich mit der 9 ganz geschickt ranfahren kann und ab nächsten Jahr mit der 13. Aber in Nickern ist es nun mal wirklich ein Schlag ins Gesicht, wenn ich dann aus der Straßenbahn aussteige und erstmal über zwei riesige Straßen gehen muss. Ja, das ist einfach nicht richtig. Oder anders, wenn wir uns die moderne Stadt vorstellen und der Weg dahin ist da, ist das, was wir heute hier wahrscheinlich mit riesiger Mehrheit beschließen, genau dort. Es ist genau das Gegenteil. Ja, wir haben uns autosüchtig gemacht und was machen wir? Wir setzen einen Kaufpark direkt an der Autobahn, an der Peripherie der Stadt, damit nicht nur Dresdens Einzelhandel weiter ausblutet, sondern gleich der Einzelhandel im ganzen Umland 40 Kilometer Radius mit. So, und das ist nicht gut und deswegen werde ich dagegen stimmen, deswegen wird die Dissidentenfraktion dagegen stimmen. Viel Freude beim Zustimmen zu dieser Anfrage.